organisierte Präsenz in der Nähe des Mautspieler-Betriebshofs entdeckt. Unruhen werden nicht toleriert. Schutzprotokolle der Firma Hornwald Industrial Mining aktiviert. Sicherheitseinheiten vor Ort. Alle mit nicht autorisierten Personen wird geraten, den Bereich sofort zu verlassen. Andernfalls drohen schwierige Konsequenzen. Hallo, stellt euch vor, ihr spawnt frisch in eine Beta-Session rein. Das Spiel hängt und dann steht hinter euch ein großer, belastender Wachbot. True Story. Und so möchte ich in diesem Video einfach mal ein bisschen mehr vom Gameplay zeigen. Bisher bin ich ja besonders auf die Zustände von Fallout 76 eingegangen. Aber irgendeinen Grund hat es ja, dass ich das Ganze überhaupt noch so viel spiele, auch in der Beta. Und das ist, dass das Game vom grundlegenden Gameplay her schon definitiv nicht ganz so schlecht ist, wie die ganzen anderen Zustände, die dieses Spiel irgendwo runterziehen. Die Story ist nicht gut, die Performance-Probleme sind völlig klar, aber wie gesagt, das lasse ich diesmal außen vor. Deswegen sprechen wir mal zum Beispiel über dieses Event hier. Denn das hier ist, denke ich, bisher das beste Event, das ich in Fallout 76 gespielt habe. Warum? Weil es die Location und die Story der Location sehr gut aufgreift. Um das aber voll zu appreciaten, muss man natürlich erstmal die Story der Location kennen. Wie man vielleicht noch relativ gut erkennen kann, war das hier eine große industrielle Vorkriegsbergbaustätte. Was man nicht mehr so ganz perfekt erkennen kann, wofür es aber immer noch Hinweise gibt, ist, dass es hier mal einen Arbeiteraufstand gab. Man findet beispielsweise immer noch an einigen Orten Protestschilder. Und dieser Arbeiteraufstand ist ziemlich eskaliert und wurde dann niedergeknüppelt. Es musste sogar am Ende das Militär einschreiten. Und im Rahmen des Sicherheitssystems dieser Bergbaustätte zählt dann eben auch dieser aufstandsunterdrückende Wachbot mit in diese Story rein. Und wenn man den low-gated hat, wie ihr eben vielleicht gesehen habt, dann aktiviert der Militärroboter, die den Aufstand noch weiter mit niederschlagen sollen. Passt wiederum auch zur Story der Location. Denn auch da musste das Militär eingreifen. Und wir als Spieler, nebenbei bemerkt, hatte ich da übrigens verdammt Glück, dass mein Mitspieler direkt durch Zufall zu Beta-Beginn in dieselbe Lobby wie ich gematcht wurde und wir so das Event direkt spielen konnten, haben ja, wie ihr vielleicht im vorherigen Video gegen Ende gesehen habt, das Sicherheitssystem aktiviert, dadurch, dass wir hier das Gelände betreten haben und dann natürlich mit einigen NPCs angefangen haben, uns zu battlen. Und da auch rumzulooten, was wiederum vom Sicherheitssystem als erneuter Aufstand interpretiert wurde. Und so wurde der Wachbot losgeschickt. Das macht tatsächlich Sinn und ist Environmental Storytelling. Und das funktioniert auch. Und wenn wir mehr Events wie dieses hätten, würde das System von Fallout 76 mit Sicherheit sogar einigermaßen gut funktionieren. Also, mehr sowas und weniger Beschäftigungstherapie. Und als netten Bonus ist es übrigens noch so, dass man nach Abschluss des Kampfes auch nicht sofort den Loot bekommt. Man muss erst noch ein kleines Puzzle an dieser Bunker-Location da lösen. Und dann bekommt man den Loot. Finde ich gelungen. Nebenbei bemerkt, finde ich das Event auch so vom Level-Balancing und Multiplayer-Aspekt her solide gebalanced. So ein Level 30 Wachbot ist natürlich gegen jeden einzelnen von uns ordentlich Overlevel und sehr schwer zu knacken. Aber zusammen kommen wir in etwa auf das gleiche Level wie der Wachbot und dann funktioniert es. Als nächstes kann ich euch noch einen PvP-Kampf von gestern zeigen, der einzige auf die 4 Stunden lange Beta-Session. Man muss also nicht meinen, dass PvP-Kämpfer einigermaßen regelmäßig auftreten, sie sind immer noch eine Seltenheit und man muss sie sich auch aktiv suchen, wenn man Interesse daran hat. Die werden nicht zu einem kommen. Die Sache ist aber, dass hier ist tatsächlich der erste PvP-Kampf auf die gesamte Dauer der Beta gesehen, bei dem ich einigermaßen das Gefühl hatte, dass das PvP-System so funktioniert, wie es gedacht ist. Dieser Typ hatte Kopfgeld, folglich hatte er mich nicht auf der Map. Ich habe mich an ihn rangesneakt, habe ihm aufgelauert und ihm erstmal ein Stealth Critical mit dem Scharfschützengewehr gegeben, damit er schon mal gut low ist. Weil ich wusste, dass ich mir diesen PvP-Kampf suche, habe ich natürlich auch meine starke Bewaffnung mitgenommen, Lasergewehr und Powerrüstung. Und wie ihr sehen könnt, hat man mit der Powerrüstung durchaus eine gewisse Präsenz. Und das soll sie ja auch. Und wenn man sich anguckt, dass der Typ eigentlich seit Beginn des Kampfes konstant im Rückzug ist, würde ich behaupten, dass man definitiv mit der Powerrüstung eine gewisse Macht ausstrahlt. Finde ich gut. Was ich auch interessant fand, als ich also angefangen habe, Jagd auf diesen Typ zu machen, hat sich eine Gruppe von 3 Randoms mir angeschlossen, die sind mir hinterhergelaufen. Die haben sich wohl gedacht, so ein High-Level in Raider-Power-Rüstung, der Jagd auf den Typen macht, lass mal mitmischen und damit hingehen.
Fand ich auch ganz geil. Also wer weiß, vielleicht gibt es noch Hoffnung für PvP in diesem Game. Man muss aber auch ganz klar sagen, die stärksten Negativaspekte, das dauerhafte Hochheilen und das Wets-Auto-Aim im PvP, sind auch in diesem Kampf wieder sehr präsent gewesen. Ich habe mich zwar nicht geheilt, aber eher. So gesehen, ist es alles sehr zweischneidig. Der nächste Moment, den ich hier nochmal besonders hervorheben möchte, ist Teil eines Random Encounters, das wir beim Erkunden bei einer unmarkierten Location im südlichen Teil der Map entdeckt haben. Hier bettet sich nämlich eine Todeskralle mit einer relativ großen Gruppe wilder Ghule und die Todeskralle verteidigt anscheinend ihr Nest. Die Ghule sind nämlich der zweiten toten Todeskralle, die im Nest liegt, nachzuurteilen, relativ gefährlich. Ich fand es ja auch relativ interessant, wie die Todeskralle ihre Angriffe auf die beiden Spieler aufteilt. Insoweit hat man sich also anscheinend, was die AI der NPC-Gegner anbelangt, schon Mühe gegeben, dass die auf den Multiplayer-Aspekt ein bisschen eingehen. Wobei es für die Todeskralle natürlich intelligenter wäre, würde sie erstmal einen Spieler rausfokussen, um dann den zweiten eventuell im 1 gegen 1 auch noch schlagen zu können. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Fallout 76 für eine Sache loben, die ich aber auch schon in einem vorherigen Video bereits erwähnt habe, nämlich dass man sich wirklich Mühe gegeben hat, die Welt detailliert zu gestalten und das eben auch außerhalb der markierten Locations, einfach an so kleineren Ecken wie hier bei dem Nest. Da sind zum Beispiel auch noch Knochen im Nest von entsprechenden Menschen, die an die Todeskralle verfüttert wurden und man kann ein Todeskrallenei finden, das man klauen kann. Jeder, der in Fallout 4 die Quest am Museum der Hexerei gemacht hat, weiß, dass das Klauen von Todeskralleneiern eigentlich keine so gute Idee ist. Wer weiß, vielleicht hat es auch in Fallout 76 irgendwelche Ingame-Konsequenzen. Ich persönlich gehe davon nicht aus. Wahrscheinlich ist es einfach nur zum Craften, beispielsweise zum Verkochen irgendwie nutzbar. Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass es eine coole Idee wäre. Leider muss man aber auch sagen, ist irgendwo wieder verschenktes Potenzial. Hätte man sehr viel mehr rausmachen können. Aber es ist zumindest ein nettes Detail, dass es existiert. Ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass es einfach mega geil wäre, wenn man dieses Todeskrallenei mitnehmen, die Todeskralle schlüpfen lassen und aufziehen könnte und dann eine eigene Todeskralle hätte, die das Lager bewacht. Wäre doch mega cool, oder? So gänzlich abwegig ist die Idee auch übrigens nicht mal, weil es ja bereits in Fallout 4 zum Beispiel möglich war, über einen DLC sich eine Todeskralle in die eigene Base zu holen und die dann über eine Art Wellenemitter friedlich zu machen, sodass man sie quasi als Teil des Wachpersonals der eigenen Base einsetzen kann. Es ist halt die Frage, inwieweit man das nun auf dem Multiplayer-Setting übernehmen kann. Die Objekte dafür existieren theoretisch, man müsste sie nur in den Code von 76 übernehmen. Und dann muss es noch Multiplayer-technisch umsetzbar sein. Ich meine, es könnte sein, dass es beispielsweise das Spiel leicht überfordert, wenn da jeder Spieler in der Lobby auch noch eine eigene Haustier-Todeskralle hat. Aber rein theoretisch müsste man mal gucken, inwieweit das umgesetzt werden kann. Ihr merkt vielleicht erneut, was ich ja auch schon häufiger gesagt habe, Fallout 76 hat sehr, sehr viel Potenzial. Man muss nur was draus machen. Dieses Potenzial hilft niemandem, wenn sie es nie ins Game umgesetzt kriegen. Sie müssen anfangen, so eine Idee umzusetzen. Der letzte interessante Moment, den ich hervorheben möchte, ist der Kampf gegen den leuchtenden Ghoul hier, denn den muss ich leider ein bisschen kritisieren. In vorherigen Fallout-Spielen hatten leuchtende Ghule immer einen besonderen einzigartigen Angriff, eine Art Strahlungsattacke mit Flächenschaden. Scheint dieses Exemplar hier nicht mehr zu haben oder nicht einsetzen zu können. Fände ich ein bisschen belastend, wenn sie einige der einzigartigen PvE-Gegner, die es in vorherigen Fallout-Spielen gab, insoweit eingeschränkt haben, als dass sie simplifiziert wurden und jetzt nur noch gereskinte Varianten ihrer normalen Exemplare sind. Denn wenn er keinen einzigartigen Angriff hat, ist er auch nicht viel besser als ein regulärer Ghoul. Als letztes möchte ich jetzt noch kurz über den Atomic Shop, also den In-Game Microtransaction Store, reden. Den habe ich ja auch schon in meinem vorherigen Video erwähnt, deswegen möchte ich ihn hier kurz zeigen und erklären, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Ihr habt in-game die Möglichkeit, euch jeden Tag über tägliche Herausforderungen Atoms zu verdienen. 10 pro Herausforderung, aber da die Menge an Herausforderungen insgesamt begrenzt ist, ist natürlich auch die Menge an Atoms, die ihr euch pro Tag verdienen könnt, begrenzt. Es kann schon mal vorkommen, dass man eine ganze Weile grinden muss, jeden Tag, um sich entsprechend das Objekt zu kaufen, das man haben möchte. Da kommt jetzt das Echtgeld ins Spiel. Man kann nämlich ab Release von Fallout 76 auch Echtgeld ausgeben, um sich Atoms zu kaufen und so den Grind erheblich abzukürzen. Bei den gekauften Objekten muss man beachten, dass man nicht alle sofort bekommt. Emotes bekommt man sofort, Embleme auch.
aber so Sachen wie Kleidung oder die Generatoren, dafür bekommt man nur einen Bauplan, die muss man sich dann in-game erst noch craften. An sich ist das jetzt kein furchtbar schreckliches System, aber es öffnet eventuell Tür und Tor für ein schreckliches System. Ich würde behaupten, dass noch kein Spiel jemals von In-game Microtransactions für den Spieler profitiert hat, und so kann es beispielsweise vorkommen, dass interessante Rüstungen in-game zurückgehalten werden, um sie dann im Store zu verkaufen. Das finde ich nicht gut, und so kann sich das durchaus sehr negativ auf das Game auswirken. Deswegen sehe ich das kritisch. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal.